bekommen, was du wirklich willst. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Dies ist jetzt der 23. Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung und heute möchte ich eben praktisch die Fortsetzung machen von dem, was ich das letzte Mal besprochen hatte. Das letzte Mal ging es darüber, herausfinden, was du wirklich willst. Wenn du wirklich weißt, was du willst, dann wäre der nächste Schritt, bekommen, was du willst. Natürlich gehe ich davon aus, dass du ein ethischer Mensch bist und dass du nur das wirklich willst, was ethisch ist. Und vielleicht bist du auch ein Mensch, der viel Gutes bewirken will und vielleicht bist du auch ein Mensch, der dienen will und sich vielleicht auch als Diener des Göttlichen ansieht. Du könntest auch umformulieren, nicht nur bekommen, was du willst, sondern umsetzen, was du spürst, was deine Aufgabe, deine Mission ist. Swami Shivananda hat ein ganzes Buch geschrieben, die Kraft der Gedanken oder auch Gedankenkraft. Es gibt von dem Buch im Deutschen verschiedene Auflagen unter verschiedenen Titeln. Ich glaube, es heißt jetzt die Kraft der Gedanken, Thought Power auf Englisch. Und dort gehört unter anderem auch dazu, wie kannst du deine geistigen Kräfte einsetzen. Ich möchte hieraus nur ein paar Tipps geben. Ein Tipp ist, sei dir bewusst, Gedanken sind Kräfte. Autosuggestion und Visualisierung sind hilfreich. Wenn du also weißt, was deine Aufgabe ist, oder wenn du weißt, was du erreichen willst, dann nutze entsprechende Affirmationen oder Suggestionen. Zum Beispiel, wenn du morgens aufwachst, dann kannst du sagen, ich werde das und das tun, ich freue mich darauf, das und das zu erreichen. Ich freue mich darauf, das und das erfolgreich abzuschließen. So stimmst du deinen Geist freundlich und auch zuversichtlich und du bringst Kräfte hinein. Und wenn dein Geist dir sagt, das schaffst du doch nie, dann sage, ich werde es erfolgreich abschließen. Ich freue mich darauf, es erfolgreich abzuschließen. Und wenn Partner, Partnerin, Bekannte, Freunde dir sagen, das ist zu viel, das kriegst du nie hin, sage innerlich, ich werde es hinbekommen. Ich freue mich darauf, das und das zu tun. Du musst dich nicht mit anderen rumstreiten deshalb, aber du kannst innerlich sagen, ich freue mich darauf, das und das zu tun. Ich freue mich darauf, das und das erfolgreich abzuschließen. Du kannst auch die Visualisierung nutzen. Du kannst dir vorstellen, wie du das und das machst. Du kannst dir vorstellen, wie es abgeschlossen ist. Du kannst dir vorstellen, wie du dich fühlen wirst, wenn du das Projekt erfolgreich abgeschlossen hast. Das ist auch etwas, wo du die Kraft deines Geistes nutzen kannst. Also nutze Autosuggestion und Visualisierung, zum Beispiel, wenn du morgens aufwachst, oder am Ende der Meditation oder am Beginn deiner Tätigkeit oder auch vorm Einschlafen. Nutze die Kraft deines Geistes, nutze Autosuggestion, Affirmation und Visualisierung. Ein nächster Tipp wäre, bleibe bei dem, wofür du dich entschlossen hast. Wenn du dich für etwas entschlossen hast, dann bleibe dabei. Im Amerikanischen gibt es so den Ausdruck, once you decided, kill the alternatives. Etwas freundlicher übersetzt würde man sagen, wenn du dich für etwas entschlossen hast, verwirf die Alternativen. Bevor du dich für etwas entschlossen hast, kann es gut sein, viele Alternativen zu haben. Wenn du dich entschlossen hast, bleibe bei dem, wofür du dich entschlossen hast. Und wenn dein Unterbewusstsein oder dein Geist dir den Vorschlag macht, nein, ich solle doch das machen, das wäre doch viel besser, könnte man nicht, dann kannst du deinem Geist zulächeln und sagen, danke für den Vorschlag, ich habe mich entschlossen. Ähnlich auch, wenn dann deine beste Freundin oder dein bester Freund dir sagt, du nimmst dir zu viel vor, dann kannst du auch sagen,
Danke, aber ich habe mich entschlossen. Was auch hilfreich ist, mit den Menschen deiner Umgebung, anstatt dich zu rechtfertigen, könntest du sagen, ich weiß, es ist schwierig und ich brauche deine Hilfe. Könntest du mich unterstützen? Oder auch Partner, Partnerinnen, die dich vielleicht auch abbringen wollen, sage auch denen, ja, ich weiß, es ist schwierig und ich brauche deine Unterstützung. Könntest du mir helfen? Also in diesem Sinne, anstatt dich zu rechtfertigen, anstatt andere zu beschimpfen, bitte andere um Hilfe. Also auch dein Unterbewusstsein selbst, dass der jetzt sagt, ist zu schwierig, sage, ja, danke, ich brauche deine Hilfe. Sage mir, was muss ich tun, um es zu erreichen? Also, der Tipp war, wenn du dich für etwas entschieden hast, bleibe dabei, verwirf die Alternativen. Noch ein letzter Vorschlag, den ich dir mache, wäre, lass dich nicht von Kränkungen und kleinen Enttäuschungen abbringen. Nutze aber etwaige Chancen auf dem Weg. Wenn du weißt, was deine Aufgabe ist, was du erreichen willst oder sollst, dann halte auch das Ziel vor Augen und frage dich öfters, vor dem Hintergrund dieses Ziels, was sollte ich tun? Auf dem Weg dorthin wirst du vielleicht manchmal mit Menschen zusammenwirken müssen, die nicht so freundlich zu dir sind. Du wirst zusammenwirken müssen mit Menschen, die vielleicht sogar unverschämt sind. Menschen, die erfolgreich sind, sind solche, die sich davon nicht zu sehr in die Irre führen lassen. Es gibt manche Menschen, denen ist irgendwo wichtiger, aus Kränkungen heraus zu handeln, als das umzusetzen, was sie merken, was ihre Aufgabe ist. In diesem Sinne, wenn du mit Menschen zusammen bist, natürlich gehe mitfühlend mit ihnen um und gehe auch einfühlsam um, lerne es gut zu kommunizieren, aber lasse dich nicht von Kränkungen abbringen. Sei dir bewusst, worum geht es, wohin will ich und wie komme ich dorthin. Es gibt kleinere und größere Enttäuschungen und Fehlschläge. Überbewerte diese nicht. Manchmal musst du ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal etwas tun, wie zum Beispiel Kinder. Wenn ein Kleinkind lernt zu laufen, fällt es immer wieder um. Wenn das Kind dabei enttäuscht wäre, würde es vielleicht sagen, ich werde niemals mehr gehen. Zu versuchen zu gehen, heißt ja immer umzufallen. Ein Kind geht wieder und wieder, steht immer wieder auf, fällt immer wieder hin und irgendwann hat es gehen gelernt. Und so ähnlich, es wird immer wieder Fehlschläge geben, mache weiter und du wirst dorthin kommen. Aber nicht immer reicht es aus, das Gleiche immer wieder zu versuchen. Wenn die gleiche Lösung nicht oder die gleiche Vorgehensweise nicht zum Erfolg führt und auch beim dritten, vierten, fünften Versuch nicht erfolgsversprechender ist, dann schaue, gibt es eine andere Lösung. Und vertraue darauf, dass das Schicksal dir andere Weisen zeigen wird. Wenn es nichts nutzt, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und der vierte Versuch, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, nicht dazu geführt hat, dass die Wand nachgegeben hat, gehe vielleicht ein paar Schritte zurück und vielleicht siehst du irgendwo eine Tür. Oder vielleicht ist irgendwo die Wand zu Ende. Oder vielleicht gibt es irgendwo die Möglichkeit, über die Mauer drüber zu klettern. In diesem Sinne, suche nach Chancen. Halte vor Augen, was deine Aufgabe ist, was du erreichen willst. Nutze Affirmationen, Visualisierung, Autosuggestionen. Bitte andere um Hilfe. Lass dich durch Fehlschläge nicht zu sehr beirren. Verwirf Alternativen der Ziele, aber suche nach Alternativen der Methode und ergreife die Chancen, die das Schicksal dir gibt. Vom höheren Standpunkt aus, wenn Gott dir eine Aufgabe gegeben hat, wird er dir auch die Mittel geben, die du brauchst, um die Aufgabe zu erledigen. Er will aber, dass du auf dem Weg einiges lernst.
Und deshalb wird es dir oft nicht einfach machen, sondern er wird dir helfen, bei der Erledigung dieser Aufgaben Fähigkeiten zu kultivieren. Sei neugierig, was du auf dem Weg dorthin lernen wirst und welche Aufgaben du auf dem Weg bekommst. Jetzt halte vielleicht einen Moment lang inne. Das Video, das Audio, der Vortrag ist ja jetzt zu Ende. Und überlege, ob etwas davon für dich von Relevanz sein kann.